In diesem Pensionistenwohnhaus mitten in Wien wohnen nicht nur 313 Senioren, sondern auch 6 Studenten. Das Pilotprojekt Senioren und Studenten unter einem Dach leben zu lassen, wurde im März 2017 in diesem Haus im 3. Wiener Gemeindebezirk umgesetzt. Der Verein WGI Gemeinsam Wohnen und das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser haben das Projekt gemeinsam aufgebaut. Studenten können Wohnungen, die über 6 Monate leer gestanden sind, für nur 220 Euro im Monat mieten. Ein sehr leistbarer Preis dafür, dass sie mitten in Wien wohnen. Der 22-jährige Namdar Majidi aus Teheran wohnt seit 3 Monaten im 6. Stockwerk des Pensionistenwohnhauses. Die 23-jährige Shima Taheri, auch aus dem Iran, besucht ihn aus ihrem WG-Zimmer im 3. Stockwerk. Danke. Ich habe mich eingetragen, Vormittag und Nachmittag. Oh, wirklich? Und wie viele Stunden dann? 5. Aha. 3 in den Morgen, 2 im Nachmittag. Hallo. Als Gegenleistung für die günstige Miete verbringen die Studenten 5 Stunden pro Woche mit den Senioren im Haus. Genau, ja. Bin wieder da. Namdar Majidi, Student an der Musikuni Wien, ist Cellist. Oft spielt er den Senioren Musik vor. Wie Namda und die anderen Studenten sich die Zeit einteilen und was genau sie mit den Senioren unternehmen, ist ihnen weitgehend selbst überlassen. Haben Sie auch Braut unten bei Ihnen zu Hause? Schon eine Braut? Nein. Haben Sie hier eine? Sei nicht so. Naja, nicht. Aber er ist noch jung. Er ist noch jung. So fragt man den. Er braucht noch eine Freundin. Ja. Christine Reisner wohnt seit über 10 Jahren in diesem Pensionistenwohnhaus. Sie empfindet die Beziehung mit den Studenten durchaus als Bereicherung. Wir sind ja hauptsächlich ein Durchschnittsalter von 86 hier. Und es ist einfach schön, wenn junge Menschen da sind und wir können auch ein bisschen für sie da sein, indem wir ihre Kultur akzeptieren, mit ihnen reden, ihnen helfen und auch ein bisschen den Weg weisen und dass man vielleicht doch ein paar Omis für euch seid. Ich könnte ein paar Enkelkinder ruhig noch brauchen. Hätte ich gerne. Walter Kindl, der seit über 11 Jahren in diesem Heim wohnt, kann sich noch gut an die Zeiten, bevor die Studenten eingezogen sind, erinnern. Wir hatten ja schon mal Junge auch da. Das waren kleine, das war ein Kindergarten. Auch dieser Kontakt war wunderbar. Und ich glaube, der wird jetzt mit etwas älteren Jungen fortgesetzt und vertieft. Der ältere Mensch hat auch Hilfe, eine junge Hilfe, dass er vielleicht einmal mit ihm einkaufen geht zum Billa und er kann sich irgendwas kaufen, was er nicht da herinnen kriegt. Oder er zahlt selbst. Das finde ich so wichtig. Da haben wir auch einen Studenten gehabt, der ist mit der Dame zum Lusthaus runtergefahren. Die war selig. Die Beziehung zwischen Alten und Jungen ist symbiotisch. Jeder profitiert davon. Ich fühle mich verkultur, oder wie sagt man es? Auf Deutsch? Wie meinen Sie? Ich bin verkältet. Verkühlt. Genau. Und da soll man eine Hühnersuppe essen, ja, das stimmt. Ja. Shima Taheri ist vor 2,5 Jahren hierher aus dem Iran geflüchtet. Seitdem lernt sie Deutsch. Für mich das ist sehr schön, mit diesen Leuten zu sein und miteinander zu reden und die Zeit miteinander zu verbringen. Also, und wir lernen so viel. Also für mich, also die Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ich muss noch lernen. Und bei diesen Leuten, ich lerne nicht nur die Sprache, sondern alle anderen Sachen auch. Manchmal gute, manchmal nicht so gute. Ich glaube immer gute. Das schweigt man. Besonders als Musiker und Cellist ist wirklich interessant, mit der anderen Leute hier zu unterhalten, weil klassische Musik, europäische Musik kommt von dieser Kultur und das ist wirklich eine sehr wichtige Sache für mich, dass ich einen klaren und direkten Kontakt zu dieser Kultur behalte. Dadurch, dass Sie ober mir wohnen, kann ich das immer fühlen und hören, wenn er spielt auf sein Cello.
dass das geht immer. Weil er nur Etüden. Heute habe ich mir mit ihm ausgemacht, dass er wenigstens einmal am Tag ein schönes Lied spielt. Wenn man ein bisschen offen ist, ist es vollkommen egal, aus welcher Kultur irgendwer kommt, weil man beginnt mit ihm zu sprechen. Wenn man auf den eingeht und er geht auf mich ein oder so, gibt es keine Probleme. Das Pilotprojekt hier im Haus Maria Jacobi war so erfolgreich, dass es auf 6 andere Häuser in Wien ausgeweitet wurde.